England ist natürlich der klare Favorit im Duell mit der Ukraine. Hier in Rom kommt es also zum Viertelfinale. England schaltete ja Deutschland aus und Ukraine die Schweden. Gelb gekleidet, Ukraine legte richtig gut los und hatte Lust hier mit den Großen mitzuschwimmen. Jarmolenko legt den Ball zu Jaremschuk, der fackelt nicht lange rum und es steht 1:0 für den Außenseiter. 11. Spielminute. Was für ein Auftakt in diese Partie. England in Blau muss man sich vielleicht auch erstmal dran gewöhnen. Aber viel schlimmer als die Trikots war die Verteidigung. Das geht gar nicht gut. Zu viel Platz. Jarmolenko zu Jaremschuk. Jordan Pickford ist ohne Chance. Viertelstunde durch. Jaremschuk. Die nächste Annäherung. England probierte nach vorne, aber die Ukraine, die setzte Nadelstiche. Weite Pässe nach vorne, ab und an ging es auch mal spielerisch. England überhaupt nicht drin in diesem Viertelfinale. Halbe Stunde. Jarmolenko zieht in den Strafraum ein. Jarmolenko wird nicht vom Ball getrennt. Jarmolenko! 2:0. Was war hier bitte los? Halbe Stunde von der Uhr. Das ist hier wirklich sträflich. England bis dahin die beste Verteidigung in diesem Turnier. Sie waren nicht wiederzuerkennen. Und das hier ist einfach schwach. Phillips, Geleitschutz, Foden, kein Defensivmann. 2:0, kurz vor der Pause. Konnte sich England akklimatisieren. Grealish mal. Sterling kommt nicht mehr ran. Aus diesem Eckball resultierte nichts, aber Grealish, der konnte ja gegen Deutschland überzeugen, brachte da am Ende dann den verdienten Sieg herbei. Aber das hier, das war unter dem Strich viel zu wenig. 2:0 nach 45 Minuten. Die Partie in Rom nicht gerade so, wie man es erwartet hätte, aber bei dieser Europameisterschaft, wir lernen es immer wieder, gibt es keine Außenseiter mehr. Weiter Ball. Jaremschuk. Was für eine Annahme mit der Brust. Es ging weiter mit diesem Wahnsinn. 56. Minute 3:0. Und wieder so ein langer Ball, der nicht verteidigt wird. Und diesmal führt er dann auch zum Tor. Jaremschuk macht den Wahnsinn hier komplett. Und jetzt war es so gut wie unmöglich, da noch zurückzukommen. Einfach nicht realistisch. Vor allem nicht in der schlechten Form, in der sich England hier präsentierte. Von der defensiven Stabilität, die man auch gegen Deutschland sah, war nichts mehr zu erkennen. Und nach vorne waren sie auch weitgehend ungefährlich. Mal ein Eckball, Kopfball, der aber auch vorbeigeht nach 59 Minuten. Viel mehr war es dann nicht. Und es stand oben links auf der Spielstandsanzeige dick und fett. 3:0 und daran änderte sich nichts mehr. Ukraine gewinnt mit 3:0 gegen England. Was für ein unfassbares Spiel. Damit hätte wohl wirklich niemand gerechnet.